Hallo, guten Tag erstmal an alle und danke, dass ihr alle da seid. Um die Vorbereitung. Ich bin sehr gut vorbereitet mit meinem Team zusammen, mit meinem Trainer Frankie Aldama. Also wir hatten echt eine sehr starke Vorbereitung. Alle Jungs sind echt gut drauf und natürlich freue ich mich mega, dass ich an dieser Veranstaltung, wo Jack den WM-Kampf macht, einen Vorkampf zu machen. Sehr schön, vielen Dank. Dann vielleicht noch ein Wort. Also, wir haben ja also einen sitzen, der wie Jacques und Hau Matavosyan waren die ersten Boxer, die damals hier bei Aaron mit angefangen haben, die also den langen Weg seit 2017 bis jetzt, sind ja auch schon fast ja, 7 Jahre, die wir alle, Ingo Volkmann, ich und die beiden Boxer, das sind somit die ersten, die diesen Weg hier mit beschritten haben. Er kam nur später boxen, war verletzt, aber er war vom Anfang an mit dabei. Also von daher macht es mich auch ein bisschen stolz. Irgendwo, wie ich ja schon mal sagte, ist es ein langer Weg gewesen. Es sind 7 Jahre fast, wenn wir zurückblicken, dass wir auch Haro in der Weltspitze führen. Er ist in der IBF-Rangliste zwischen 3 und 6, das pendelt so ein bisschen. Aber dass sich doch die Mühen und die Länge der Zeit, so über 7 Jahre immer wieder aktiv zu sein, von der Verletzung zurückzukommen wie bei ihm, dass sich das gelohnt hat.